So, jetzt mal wieder euer Dampfmaschinenprofi. Wir haben heute eine ganz schöne alte Vilesco D24 im Angebot. Wurde wie immer fachmännisch restauriert. Ihr seht ja auch die Fotos, ist top geworden. Wir haben den Kessel rausgehabt, wir haben wirklich alles sauber gemacht. Die Heizung haben wir zerlegt, haben alles entkalkt, sauber gemacht. Was dazu sagen muss, wir haben natürlich einen Regler eingebaut, weil die Heizung schaltet ja nicht ab. Sehe, man kann nicht ständig den Stecker ziehen, das macht man einfach nicht. Wir haben hier einen 2000 Watt Regler eingebaut. Damit kann man jetzt auch mal im Kleinbetrieb auch mal stehen lassen, weil sonst heizt sie und heizt sie, das geht einfach nicht. Wie gesagt, wir können jetzt schön regeln. Nur jetzt müsst ihr mal ein bisschen selber rausfinden. Ich habe das ein bisschen probiert. Ich habe mal so Punkte drauf gemalt, wo es am idealsten ist, wo man normal fahren kann. Und wenn man halt mehr Druck braucht, dann muss man halt höher drehen. Das muss man austüfteln. Am besten macht man sich einen Zettel da drauf dann. Aber ich habe jetzt mal einen Punkt drauf gemacht, das ist ideal. Kocht jetzt nicht über, bleibt so bei 1,5 Bar, 1 Bar. Das reicht jetzt zum Probieren. Wie gesagt, wir haben auch eine schöne Pfeife montierte neue. Die ist schön laut, hört sich super an. Wie gesagt, wir haben original die Abwasser, also die Schale ist original noch. Wir haben nur einen Lappen reingelegt wegen Dreck. Alte Blechschale. Ihr seht auch an der Farbe, das ist einer der ersten Modelle noch. Das Ventil wurde ausgetauscht. Da gut sämtliche Schrauben. Und wenn irgendwas ist, wir haben natürlich alles general überholt. Wie gesagt, seht euch die Bilder an, wir machen schöne Bilder rein, wir wollen es auch mal laufen lassen. Wie gesagt, die Heizung geht top, die heizt dermaßen schnell, deswegen haben wir auch einen Regler reingebaut, weil ohne Regler, da wird die als überkochen und das ist nichts. Aber wie gesagt, wir lassen es auch mal laufen, läuft sehr schön. Wie gesagt, wir machen das Video immer, dass ihr seht, dass alles funktioniert. Und die Dampfmaschinen werden auch komplett zerlegt, da wird alles nachgeguckt. Wenn was ist, werden sie neu abgedichtet, neue Dichtung rein. Also da braucht ihr keine Angst haben, dass irgendwas ist. Und wenn was ist, ihr könnt euch jederzeit melden, das ist kein Problem. Aber meine Modelle sind eigentlich top, da ist nichts dran. Ja, wie gesagt, wir haben, wie gesagt, war komplett auseinander. Ja, sehr schön geworden, finde ich. Auch mit der elektrischen Heizung ist eine super Sache. Ihr braucht kein Gas, ihr braucht keine Spit, das ist eine saubere Sache. Und alles hier schön Kunststoffgehäuse reingebaut, da kann nichts passieren, auch wenn die Kinder mitspielen. Ihr müsst halt nur aufpassen, dass die nicht überkochen. Halt müsst euren Kindern halt erklären mit dem Heizen, mit dem Einstellen. Weil sonst wirklich die Heizung ist sehr gut, die heizt dermaßen gut. Und das macht Vilesco leider nicht, das schaltet nicht ab, das heizt halt, bis er wieder abpfeift. Und wir haben schon bis 2,5, 3 Bar gehabt, also das geht nicht. Also ein Regler muss zwischen. Wir können es jetzt auch schön tuckern lassen, wie das normalerweise würde ich jetzt überkochen, aber wie gesagt, da wir den Strom hier schön regeln können an den kleinen Rädchen, ist das eine ganz tolle Sache. Die Pfeife ist natürlich top, die pfeift sehr schön. Wir haben noch ein schönes Blöckchen reingemacht, das sieht natürlich optisch ein bisschen besser aus. Ja, wie gesagt, die Klappe ist ja nur Zierde, weil ihr werdet sehen, da ist ja nichts drin, wie gesagt, elektrische Heizung. Ja, sonst ist nichts dazu zu sagen, die ist wirklich top. Kessel ist dicht, das ist mir immer wichtig, dass nichts undicht ist. Der Druck muss vor allen Dingen halten, das ist wichtig, wenn man damit fährt. Wenn man so ordentlich behandelt, destilliertes Wasser, hin und wieder mal einen Tropfen Öl, dann passiert im Modell nichts. Aber die meisten machen es verkehrt, die machen dann kein destilliertes Wasser, die Kessel werden verkalkt, die Leitung verkalken. Da muss man alles reinigen, mit Essigwasser laufen lassen, den Kessel auch mal komplett öffnen, mal richtig sauber machen, entkalken. Also da steckt schon viel Arbeit immer drin. Ja, wir legen jetzt mal so ein kleines Taschentuch rein wegen der Flüssigkeit. Ja, alles im einen, schönes Modell geworden, läuft da sehr schön und wie gesagt mit der Heizung, das macht jetzt richtig Spaß. Wie gesagt, ihr könnt schön
schön runterstellen, dann tuckert die vor sich hin. Und wie gesagt, der ist ein großer Kessel, passt viel Wasser rein. Da kann man schon ordentlich mit spielen und eine große Anlage mit antreiben. Die hat auch ordentlich Kraft. Ja, läuft sehr schön. Wie gesagt, die ist gleich bei eBay Kleinanzeigen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Wir haben sehr viel Arbeit reingesteckt. Wie gesagt, eine Elektrik ist eine tolle Sache. Wir haben auch die ganze Verkabelung neu gemacht. Alles vernünftig gemacht und da kann nichts passieren. Okay, wie gesagt, Wilesco D24. Top restauriert. Alles klar, euer Dachmaschinenprofi. Bis dann mal. Ciao.